Guten Tag. Ich habe mir gerade den Trailer zum Uncharted-Film angeguckt, der schon seit 100.000 Jahren in Entwicklung ist und jetzt endlich seinen ersten Trailer gekriegt hat. Und ich muss sagen, ja, auf optischer Ebene sieht es schon einigermaßen unchartig aus, auch wenn ich immer noch nicht mit Mark Wahlberg als Sully warm werde, aber das spielt ja alles ein bisschen vorher. Es ist ein jüngerer Sully, ein jüngerer Nathan Drake. Vielleicht kommt das noch. Insofern auf optischer Ebene, ja, sieht gut aus. Nur was mich gewundert hat, warum haben sie unter den Trailer? Ich meine, sie wollen ja unbedingt, dass alle Fans auf den Film, ne, dass alle Fans auf den Film abfahren. Warum haben sie dann nicht unter den Trailer die Uncharted-Mucke drunter gepackt? Das wäre so ein einfaches Mittel, damit man sich sofort heimisch fühlt und das alles schon mal so eine leichte Wiedererkennung hat durch die Musik. Verstehe ich nicht. Ich habe mich bei Assassin's Creed damals schon gewundert, warum sie das nicht gemacht haben. Ich zeige euch mal, wie das gewirkt hätte. Ich habe es mir so ein bisschen ausprobiert. Viel Spaß! So, seht ihr? Kommt gleich Gänsehaut auf. Insofern, Sony, warum?